Ein Beispiel, ich saß in der Fußgängerzone vor, das ist ja auch mittlerweile ein paar Monate her, in Köln. Und da war in so einem Café, so ein Open-Air-Ding, da saß so eine Frau, die ihr Baby gestillt hat. Und ein Anfang 70-jähriger Mann hat sich maßlos darüber aufgeregt, er fand das ästhetisch überhaupt nicht in Ordnung, dass diese Frau ihr Baby gestillt hat. Und er hatte wirklich so richtig, der hat so, das kann nicht wahr sein, das gibt's doch nicht viel, verdammt, das ist ich kann die Brust ziehen, da muss man noch nach Hause gehen, soll das drinnen machen, das Baby, die Milch. Also war ein Bayer. Und der hat, mea culpa, nein, aber so, und hat sich maßlos darüber aufgeregt, dass die Frau ihr Baby am Leben erhält. Das ist der Vorgang, der da passiert. Wie kann man das denn haten? Wie kann man da dagegen sein? Das gibt's doch gar nicht. Und ich habe mir da Gedanken drüber gemacht und finde ohnehin, stillende Mütter müssen einen Sonderstatus erhalten. Also vor allem auch deswegen, weil dieser ganze Stillvorgang und überhaupt diese ganze, da geht so viel vor in den Menschen, in den Müttern, das ist genial. Das ist einfach genial. Kurzer Fun Fact, ich habe das auch gelernt, als ich dann selber Vater wurde, habe ich mich da so ein bisschen mit beschäftigt. Es ist Wahnsinn. Die Babys geben tatsächlich über den Speichel an die Brustwarze der Frau die Information darüber weiter, was an Mineralien und Nährstoffen dem Kind gerade fehlt. Das ist wirklich wahr. Das ist unglaublich. Also das heißt, das Baby bestellt sozusagen über den Speichel die Zusammensetzung der nächsten Charge. Was ist das für eine... Das ist genial. Und genau auf diesem Konzept basiert der McDrive. Das ist, die Schweine haben das geklaut von der Natur. Aber es ist genial. Und ich habe festgestellt, dass stillende Mütter, das habe ich an meiner Frau festgestellt, auch einen wahnsinnig guten Humor entwickelt. Und da sind wir wieder beim Thema. Weil meine Frau hat nämlich, als der zweite Sohn da war, er war gerade 2 Wochen alt, lag sie auf der Couch und hat was sehr Schönes gesagt. Man muss dazu wissen, wir wollten immer 3 Kinder haben. Und mit dem 2. Sohn ist so ein gewisser Realismus mit zu Hause eingezogen. Aber so, und bezeichnenderweise lag sie da mit dem Neugeborenen stillend und sagte folgenden Satz, für den ich sie auf ewig lieben werde. Sie meinte nämlich, also im Moment bin ich von einem 3. Kind so weit entfernt wie der Papst von einem Gangbang. Ich liebe sie. Und mein erster Gedanke war, Franziskus, mach jetzt keinen Scheiß. Das war...